Jetzt Bauer Call. Hallo liebe Freunde von den regionalen Rundfunkanstalten, hier ist wieder euer Bauer Call. Und ja, ich habe mich noch nie als Adelsexperte schon gar nicht vom britischen Königshaus nach vorne getan. Aber was da jetzt in Amerika passiert ist, hier mit Harry und Meghan Merkel bei Oma Winfried da in der Talkshow, das kann ich schon mit meinem dörflichen Verstand einmal sagen, das macht man nicht, das gehört sich nicht. Hör mal, du gehst doch nicht im Fernsehen, um gegen deine eigene Großmutter zu meckern. Die meisten von uns, die werden diese Sorgen, die die Menschen haben, im Leben gar nicht erreichen. Ich glaube, wenn man mal von dem Spruch redet, die jammern auf einem hohen Niveau, dann trifft das zu. Übrigens, diese Geschichte, dass sie Angst hatten mit dem Baby und der Hautfarbe, hallo? Als meine Schwester Sophia damals in Angola im Studentenpraktikum gewesen ist, da haben wir hinterher bei ihrer Schwangerschaft auch alle Angst gehabt im Dorf. Und wir haben uns nicht so sehr wegen der Farbe gesorgt, sondern wegen der Reaktion der Menschen drumherum auf eventuelle Verdunkelung. Ja, ich weiß, was ihr alle sagt. Das darf doch nicht so sein. Nee, darf es auch nicht, aber ist so. Das hat doch weniger mit der Farbe zu tun, sondern mit dem, was wir alle drumrum draus machen. Also, mein Tipp an Harry und an Meghan Merkel. Bitte, klärt das doch intern. Das ist doch nichts, womit sich diese Welt im Moment beschäftigen muss. Wir haben eine Pandemie, wir haben eine Klimaerwärmung und andere Dinge. Wir müssen uns doch jetzt nicht mit diesen Luxusproblemen befassen. Also übrigens, wenn die beiden ein neues Leben suchen, bei uns hier im Dorf, da ist im Neubaublock eine 2,5-Zimmer-Wohnung frei geworden. Und ich glaube, er könnte gut bei der Gemeinde und sie könnte in eine Küche von der Schule, da könnte sie gut mit abwaschen. Und wenn sie das 2 Jahre gemacht haben und nett im Dorf integriert sind, da gibt es auch keine Probleme mehr mit ihr Oma. So, schönes Wochenende. Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls, etwas anderer Wochenrückblick.